Hallo liebe Lebensrocker, in diesem Video geht es um meinen schlimmstgrößten Albtraum. Rocky hat sich die Pfote verletzt und ja, ich habe lange Zeit überlegt, ob ich darüber überhaupt ein Video machen soll, denn das Ganze war ja eh schon schwer genug. Aber damit du mal siehst, ja, was auf so einer Reise passieren kann, ja, berichte ich nun doch darüber. Und es war einfach so, der Rocky, naja, der hat ein Häufchen gemacht während der Fahrt. Ich wollte mit dem Fahrrad kurz umdrehen und dabei ist seine Pfote unter das Rad gekommen und ja, seitdem hatte er dann eben diese Schürfwunde hier und es war Wochenende, es war, ja, der nächste Tierarzt war 50 Kilometer weit weg. Und ja, deswegen war das alles sehr, sehr schwierig zu handhaben. Ich habe mir natürlich auch gleich Vorwürfe gemacht, wie das so ist, so von wegen, ich hätte besser aufpassen sollen, aber da war die Katze schon in den Brunnen gefallen. Und ja, ich habe dann einfach getan, was ich tun konnte. Ich habe die nächsten Leute, die auch einen Hund hatten, angesprochen und gefragt, ob die irgendwie jemand in der Nähe kennen, der helfen kann. Und ja, die haben dann gesagt, hier ist in der Nähe ein Pub und die sind mega tierfreundlich und ich soll da einfach vorbeigehen. Und das habe ich dann gemacht und ja, auch da habe ich wieder eine unglaubliche Unterstützung erfahren. Also da war sofort jemand zur Stelle und hat den Rocky verarztet und ich hatte diese grünen Hundeschuhe noch dabei. 12 Stück, glaube ich, hatte ich mitgenommen. Und das heißt, wir haben halt die Wunde desinfiziert und dem Rocky dann so einen Hundeschuh angezogen. Und da habe ich noch Leckerlis geschenkt bekommen und alles. Und ja, dann war das soweit erstmal in Ordnung, denn ja, er hat eigentlich überhaupt nicht gehinkt. Also er hat nur gehinkt, wenn er den Hundeschuh anhatte, weil er halt nicht gewohnt war, mit dem Schuh zu laufen. Und er hat im Prinzip, selbst mit der Wunde, hat er auch trotzdem gezogen. Also es war einfach klar erkennbar, dass eben nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass es sich wirklich nur um eine Schürfwunde handelt. Und dementsprechend, ja, war klar, okay, wenn ich den Rocky jetzt einfach so lange schon und eben gucke, dass die Wunde sauber bleibt, bis das eben heilt, ja, ist alles wieder in Ordnung und wir können die Reise fortsetzen. Und da fiel mir echt schon mal so ein Stein vom Herzen. Hey, how do you charge your phone, by the way? Oh yeah, now I got wet feet. Oh, lucky. This is amazing. I hope we get to see this one day. Heute war der erste Tag, an dem ich mal wieder so richtig glückselig war, denn ja, mein Rocky ist heute gleich voller Elan morgens aus dem Zelt gesprungen und genau genommen hüpft er da draußen in der Landschaft rum, als wäre nie was gewesen, als hätte er gar keine Verletzung gehabt. Und da liegt es natürlich an mir, ja, ihn ein bisschen runter zu bremsen und die Ruhe zu gönnen, die jetzt seine Wunde jetzt braucht. Aber
Es ist so, es sieht alles sehr gut aus und dementsprechend, ja, einen besseren Start in den Tag hätte es gar nicht für mich geben können. Er hat nämlich die letzten Tage völlig unabhängig von dem Unfall, hat er auch immer mal wieder gereiert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese wunderbaren Hunde ja alles fressen, was so in der Landschaft rumliegt, vollkommen unabhängig davon, ob es nun gut ist für sie oder eben nicht. Das heißt, wenn ich irgendwo in eine Unterkunft komme, dann ja, räumt er erstmal unterm Küchentisch auf. Ne? Das ist schön für meine Gastgeber, aber es kann natürlich sein, dass ihm hinterher davon schlecht wird. Und heute scheint tatsächlich der erste Tag zu sein, wo er wieder richtig fit ist und alles. Und ich glaube, wenn es nach ihm ginge, dann würde der heute schon hier irgendwie 10 Meilen mit mir rennen, neben dem Fahrrad her, der wäre da voll dabei. Aber ich will noch ein bisschen langsam machen und ihn schonen, bis die Wunde dann vollends schön verheilt ist. Und das war für mich halt der, ja, optimale Start in den Tag. Hinzu kommt, das Wetter ist immer noch bombastisch. Also es ist unglaublich. Glaubt mir keiner, dass ich hier in Großbritannien bin. Kein Tropfen Regen. Ja, eigentlich wieder fast keine Wolke am Himmel. Nee, ich sehe gerade keine. Und ja, ich bin heute sehr schön, also durch sehr schöne Landschaft unterwegs gewesen, an der Küste lang. Und war einfach der Hammer, eine Fährfahrt haben wir gemacht und auch da wieder mega positive Erlebnisse gehabt. Ein altes Mädel heute hat mich auf ein Eis eingeladen und wo ich an der Fähre dann war und dann eben besprochen habe mit den Schiffsführern, wie wir das da irgendwie alles machen können mit dem Fahrrad und diesem ganzen vielen Gepäck. Ja, da kam gleich eine andere nette ältere Dame, hat mir 5 Pfund in die Hand gesteckt und die Fähre kostet 3 Pfund. Das heißt, ja, die Fähre war bezahlt, bevor ich sie bezahlen musste. Und unglaublich tolle Erfahrung. Und das hilft mir natürlich wieder, sagen wir, aus dem Vollen zu schöpfen und eben Energie zu tanken für die weitere Reise, denn die ist ja noch lang. Ich habe jetzt gerade mal so die Hälfte der Südküste von Großbritannien gerockt, was schon eine mega Leistung ist, denn allein bis hierher zu kommen von Deutschland aus war ja auch schon ein Ding, also 1000 Meilen mittlerweile. Und ja, fahre ja noch vollends die Südküste lang, fahre die Westküste hoch, fahre einmal um Irland rum. Also da werde ich noch so viel sehen. Die schottischen Highlands, ja. Und das Wichtigste für mich ist einfach, dass wir beide da fit sind und das bis zum Ende rocken. Ja, bei meinen Kniegelenken spüre ich jetzt auch absolut nichts mehr. Ich habe ja runtergeschraubt. Ich fahre gerade vielleicht 8 oder 15 Kilometer am Tag. Und dabei werde ich es jetzt auch erstmal lassen. Und es gibt ja niemanden da draußen, der sagt, hey, hier, Flo, ich erwarte, dass du bis dann und dann dort bist. Ja, den Zeitplan mache ich selbst, das erste Mal in meinem Leben. Und dann muss man das, glaube ich, auch nutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Mein Name ist Florian Bassfeld und dein Leben rockt. Thank you.